Pixel ist back und damit herzlich willkommen zurück zu Spelunky. Und ich habe mir gedacht, wir spielen heute einfach mal den. Ich weiß nicht, was eigentlich sein soll. Sie irgendwie auf so einem Postbote. Aber seit wann haben Postboten blaue Kleidung an? Ich würde sagen, wir gehen heute erstmal durch den Dschungeleingang, da ich euch was zeigen möchte. Etwas sehr Interessantes. Nämlich an Spinnen. Ja, Spinnen. Wir haben Spinnen. Wie man Schnecken zerschmettert. Ganz genau, das werde ich euch zeigen. Uiuiuiuiuiui. Nein, es hat was mit diesem komischen Schleimbällchen zu tun. Aber ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Ich erinnere euch bloß noch mal kurz an eine Tatsache. Wisst ihr noch damals, als wir so dumm waren und da runtergesprungen sind, wie wir die Frau gegen das Bällchen geworfen haben und auf einmal so die Erde gebebt hat und wir alle fast gestorben wären? Mist! Ach, wie ich sowas hasse. Naja, wir haben ja Zeit. Die Musik ist weg. Ach so, nee, doch nicht. Schöner Soundbug. Wir müssen nämlich den Hund holen und die, also, und zu dem komischen Ding kommen. Da ich, der lebt noch. Guck mal, Penner, ey. Aber ich weiß weder, wo eins oder das andere ist. Das bringt doch schon wieder nichts. Das hatte ich da mit Absicht vor, also ich bin jetzt nicht so dumm gewesen und wieder reingerannt. Los! Yes! Den Mobs hätten wir. Muss man bloß noch gucken. Nein! Oh. Wie man echt so knapp dran vorbeispringen kann. Das war auch alles so gut, ey. Wir hatten den Mob sogar schon. Da ist die Kugel. Wo ist der Mobs? Der fehlt noch. Da drüben. Den holen wir jetzt. Nein! Verdammt! Puh, hat gereicht. Oi. Jetzt müssen wir den Mobs hier bloß loslassen. Und Magic happens. What? Das ist so eklig. Erst mit einem fetten Wurm gelandet. Lecker. Und hier geht's richtig heftig ab. Wenn ich sage richtig heftig, meine ich richtig heftig. Also für mich ist alles richtig heftig, aber das, was in dem Wurm drin ist, ist ziemlich. Oh. Okay, das war schlecht. Aber das ist das Problem. Ich muss ja auch noch kommentieren. Ja, das würde jetzt passen. Ich erstmal der mit einer. Mit dem Wurm und keine Made. Also nein, ich will den Wurm nicht. Ich will den Mobs haben und keine Made. Die Musik hier auch, ey. Seile, Mensch. Och. Und diese komischen Bakterien oder, also es sind sollen Bakterien darstellen, sind unzerstörbar, außer natürlich durch Bomben. Aber mit unserem Stock können wir die nicht anhaben. Und hier ist einfach mal die Hölle los, weil hier alles explodiert und ausbricht und weil was weiß ich nicht alles. Body Slime Double Kill. Und da, das ist was, was ziemlich interessant ist, das wir uns holen werden. Das ist nämlich der Super Dolch. Ab jetzt ist es auch möglich, die Bakterien zu zerstören. Davor bringt es einfach nichts, dann klatscht er so ran und damit nicht passiert nichts.
Hier sind überall Todesfallen, den Mobs hat auch nicht gerade glücklich erwischt. Und hiermit können wir einfach alles fleddern, sagen wir es so. Da stirbt einfach alles. Alles, was damit berührt wird, ist komplett tot, ist sofort tot. Egal wie viele Leben es hat, ist es dann einfach tot. Toll. Das ist echt eine super Fledermaus, wie die da gesetzt war. Wir müssen jetzt ja noch durch, aber der Wurm ist einfach riesig. Nein, niemals. Jetzt nicht mehr. Und die wachsen nach, und wenn wir da drin stehen, sterben wir. Jetzt mal in die Richtung. Da ist ein Charakter. Den müssen wir noch holen. Yes. Neuer Charakter, und wer soll es sein? Den könnten wir damit auch... Der hat uns geschlagen. Wenn wir ihn außerdem mit diesem Dolch erwischen, ist er tot. Aber so richtig tot. Cool. Wir haben es durch den Wurm geschafft. Das mit unseren Pro-Qualitäten. Das ist eigentlich so richtig schwer, durch diesen Wurm zu kommen. Und ich brauche eigentlich sonst immer ewig. Und die Fledermaus, nein. Der rennt. Und den können wir jetzt so komplett zerfleddern. Ich habe erstmal wieder einen Herzinfarkt. Nein, er sollte nicht rennen. Er sollte nicht rennen. Er sollte nicht rennen. Aber gut, ich wollte ja bloß den Charakter noch freischalten. Also ich habe ewig gebraucht, bis ich einmal durch den Wurm komme. Aber sagen wir es ganz einfach so. Es bietet sich in gewisser Weise auch an. Aber der schönste. Deswegen laufen wir jetzt erstmal den normalen Weg, bis wir wieder die Kristallebene erreichen. Und den Moabs. Haha. Jetzt müssen wir nur noch da drüben. Und ja, geschafft. Vielleicht gibt es hier was zum Opfern. Weil gerade haben wir richtig viel. Also da ist schon mal ein Glücksrad. Und wir springen erstmal darunter. Und zwar natürlich zu tief. Und ach, komm schon. Ich fast in die Explosion reingelaufen. Jump. Holen wir uns den. Schatz. Werf mal eine Bombe da lang. Okay. Oh. Oh Mann. Kommt schon. Ich finde das Rennen ist so schnell. Ich wollte eigentlich. Und sehr schöne Soundsbugs. Ich wollte eigentlich nur rüber rennen. Nein. Nein, 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 nein. Ich wollte nur kurz rüber rennen und mir dann, also ich wollte bloß rennen und springen und in dieses Loch fallen, aber was passiert? Ich habe nach oben meine Liane gedrückt und der ist einfach weitergeflogen. Na, sind wir jetzt halt in so einer schicken Ebene. Sind wir halt in so einer schicken Ebene. Ist mir jetzt auch egal, ey. Wenn das Spiel nicht will, dass ich irgendwas erreiche. Toll, jetzt auch noch Vampire. Bong. Toll, dann können wir die auch töten. Oder nicht? Bong. Flüchten, Vampire! Flüchten! Mit unserem fetten Hintern! Flüchten! Rückwärtsgang. Hui. Hey. König Klaus! Wir klauen einfach mal deine Krone. Dankeschön, ich Klaus. Hä? Oh! Das war ein liebender Klaus. Ich habe mich schon gewundert. Und es müsste hier noch irgendwo ein Grab von... Hey! Fühlt euch nicht so cool. Ihr seid es nämlich nicht. Ihr seid nicht so cool wie ich. Obwohl ich nicht cool bin, aber... Lassen wir das. Das der Mops. Ein Legend... Oh nein, nein, nein. Den Schatz will ich. Den dummer Vampir hier. Es überlebt nicht mal der. Ob es in der Ebene auch irgendwas gibt? Ich weiß, dass hier eigentlich noch ein Grab von Ash müsste. Ja, Ash Ketchum, der aus Pokémon. Und wir springen schnell, um den Schatz zu holen und da reinzugehen. Oh, 24.000 in der ersten Ebene.
Boah, wie viel der Schatz gebracht hat. Heiliger. Heiliger. Eigentlich nicht heiliger Schwede, alter Schwede. Alter Schwede. Und die Blasen haben uns nicht erreicht. Wir müssen uns eigentlich bloß ein bisschen ruhig anstellen. Dann schaffen wir es hier schon. Oh nee, warum kommen da diese Todespassagen? Dumme Affen. Wer hat dir das Spiel einprogrammiert? Wenn wir gut sind, können wir natürlich auch da ganz sicher durchgehen und wir sprengen erstmal ein paar Leute in die Luft. Oder zumindest ein. Die Mobs bringen wir erstmal weg. Und den schlagen wir K.O., damit wir eine Waffe haben. Und ich würde sagen, wir gehen dann weiter. In die nächste Ebene. Der Part ist schon wieder allmählich. Oder? Allmählich. Hahaha. Allmählich ist ja auch schon wieder ein bisschen 15 Minuten. Aber wir müssen ja nicht so genau sein. Ist ganz ruhig. Oh, wow, wow, wow. Ich hab's echt überlebt. Ein Wunder. Ein Wunder. Natürlich wird man hier mittlerweile auch. Nein, 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 ich spring. Nicht. Wir leben noch. Oh mein Gott, wir leben noch. Nach dieser. Nein. Keine Wespen. Tot. Aber wir gehen da trotzdem durch. Hallo, meine Süßen. Aha. Ich weiß ja nicht, was da hochgegangen ist, aber es ist hochgegangen. So viel ist klar. Wo ist die Fette? Da oben. Die holen wir uns. Da kriegen wir ganz viele Leben, ey. Also richtig viele. Ja, toll. Gleich ein Doppelleben abgezogen. Süß. Und wie scheint, ist der Mops auf der anderen Seite. Nein, nein, nein. Verschwinde, Wespe, verschwinde. Diese Wespen. Mann. Was soll man da auch tun? Die bewegt sich so schnell und hektisch. So schnell und hektisch. Merken. Nie wieder ein Wespennest absolvieren. So, jetzt rennen wir hier einfach durch. Das ist ein Plan. Was ist da unten so schick ist? Der Tod, schön. Ui, 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 ui. Und dann da. Dann auf den Frosch stampen. Ich bin doch raufgesprungen. Habt ihr alle gesehen, wie ich nicht raufgesprungen bin? Aber ich war definitiv drauf. Das ist eine Lüge, dass ich da nicht drauf war. Hm. Was könnte der Tunnelmann jetzt eigentlich gebrauchen? Hm. Oh, schon wieder so eine schicke Ebene. Du. Ey. 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 Yo. Das Lied hat Style, aber richtig. Bam. Okay, und du kommst in die Pfeilfalle. Oder darunter, ist mir egal. Hauptsache aus meiner Sicht weiter. Und dann rauben wir wieder König Klaus aus. Hallo König. Dann klettern wir da hoch. Da wir an den Schatz wollen. Hey. Fischi, Fischi, Fischi. Oh, tot. Voll dumm, wie die Fische selber nochmal zu Skeletten werden, obwohl sie schon Skelette sind. Aber ich würde sagen, wir heben uns mal ein paar Seile für den Tunnelmann auf. Der will ja bestimmt wieder welche. Und bevor wir da durchgehen, bomben wir uns erstmal bis nach unten durch. Denn wir wollen ja noch was beachten. Ist der Mops hier irgendwo? Oh Mann, irgendwo auf so einem Grab muss Ash draufstehen. Ash Ketchum. Aber überall nur Rippen. Hä? Der hat uns doch gar nicht berührt. Irgendwo Ash, Ash, Ash. Da, Ash, Ketchum. Ja, da haben wir ihn doch. Weil, wie wir wissen, aus Pokémon hat Ash immer eine Shotgun dabei. Die nehmen wir natürlich mit, wenn es sich anbietet.
wie leicht man hier eigentlich Geld machen kann, wenn man sich so vorstellt, dass wir jetzt schon wieder 15.000 haben. Und im letzten schon wieder Wespen. Gibt's denn das? Das nehme ich denn nie in Ruhe. Diese finsten Viecher. Und so. Hat doch wohl. Ich hasse es. Ich hasse HISE es. Dass immer irgendeine Scheiße passiert. Nein, da waren Piranhas. Wir werden in dem Spiel einfach alles tötet. Alles. Wie soll man denn auf alles achten? Wie? Ich würde sagen, das war's erstmal für den Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.